So, guten Morgen, herzlich willkommen zum Marktkommentar heute am 15. Oktober. Der Oktober hat begonnen, das letzte Quartal in diesem Jahr, wie es sehr saisonal üblich ist. Volatilität ist angezogen, Märkte sind wirklich im Down-Modus, es geht sehr, sehr stark nach unten. Natürlich stellt man sich hier die Frage, sind das vielleicht gute Kaufgelegenheiten einzusteigen, denn immerhin sagt uns ja auch der saisonale Chart, dass am Ende von Oktober die Monate November, Dezember, Januar, Februar, März bis April die sechs besten sechs Monate am Aktienmarkt darstellen. Und viele haben ja im dem Aufwärtsmarkt immer bedauert, dass sie nicht noch mehr investiert haben, dass sie nicht noch stärker investiert sind. Hier müssen wir zwei Dinge ganz klar zu sagen. Letztendlich ist unsere Philosophie nicht, dass wir irgendeinem saisonalen Pattern folgen, sondern wir folgen den Sequenzen. Und nur wenn diese synchron sind mit den saisonalen Pattern, heißt es für uns, dass wir hier verstärkt investieren sollten. Wenn sie entsprechend gegen das saisonale Pattern laufen, heißt das einfach so ein bisschen vorsichtig walten zu lassen, aber es hat wenig Bedeutung, also nicht so viel wie wenn wir gute Nachrichten haben, die hier mit schlechten News bedacht werden. Und wenn wir uns jetzt mal den S&P und damit beginnen wir jetzt mal anschauen, dann haben wir einfach im Moment ein ganz klares Down-Pattern. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der sich ausschließlich mit Markttechnik beschäftigt und anderen Konzepten nicht zu sehen, denn man sieht auch hier steigende Hochs und steigende Tiefs und immerhin ja nur mal einmal hier eine Unterbrechung. Aber ihr wisst, unser Konzept und Trading-Ansatz ist ein bisschen ausgeprägter und berücksichtigt hier eben auch solche Dinge wie starke Bewegung gegen den Trend. Und natürlich haben wir hier letzte Woche diese sehr, sehr starke Bewegung am Mittwoch gesehen, aber auch schon vorher hier oben wurde im Prinzip der Trendwechsel eingeleitet und das gilt, dieses Signal. Das heißt, wir folgen diesem Signal so lange, bis der Markt uns ein gegenteiliges Signal zeigt und das heißt, wir suchen letztendlich Einstiegslevel auf der Short-Seite und versuchen hier eben zu schauen, wie können wir hier weiterhin auf Haltekurse setzen und allenfalls nach oben erwarten wir im Moment technische Reaktionen. Die technischen Reaktionen können natürlich ganz schön heftig ausfallen, denn die Volatilität ist angestiegen, aber das ist eigentlich kein Problem, weil so ein Markt belohnt einen eben immer dafür, dass wenn man sein Riskmanagement im Griff hat und man auf der falschen Seite liegt, also mit einem kleinen Verlust irgendwo vielleicht auch mal aus dem Short rausfliegt, häufig dann gleich wieder im nächsten Trade oder im übernächsten Trade einen großen Gewinn angeboten bekommt. Also es sind eigentlich ganz gute Trading-Märkte, wenn auch nicht ganz einfache Trading-Märkte. Und wir wollen jetzt uns die allererste Frage stellen, naja, was wären jetzt hier im S&P schöne Korrekturlevel? Und ihr wisst, normalerweise benutzen wir alte Hochs und Tiefs als Einstieg. Das heißt, wir müssten hier den S&P sehr, sehr weit nach oben bouncen lassen. Und das wäre wahrscheinlich schon viel zu weit, wenn wir hier die Dynamik von dieser Abwärtsbewegung sehen. Wir sehen also, der nächste Schritt, den wir tun müssen, ist tatsächlich auch auf einer kleineren Zeiteinheit ein bisschen zu schauen und B, vielleicht auch noch ein bisschen weiter hier in, zurückliegend in dem Chart. Beides wollen wir jetzt mal machen. Wir gehen jetzt erstmal einmal auf dem Daily Chart zurückliegend. Jetzt sehen wir hier immer noch, da sind letztendlich, diese sind sehr weit entfernt, aber wir kommen hier, kommen wir an alte Tiefs ran. Die liegen dann sehr weit aus dem Chart zurück, aber wir sind, naja, so weit auch nicht aus August. Es sind letztendlich perfekte Level, würde ich im Moment sagen, wenn es dem Markt gelingen sollte, hier die 28 bis 8, hier in diesen Raum einzudringen, würden wir das gerne nutzen, um wieder auf der Short-Seite einzusteigen. Das größte Problem, was man mit so einem Markt allerdings hat, ist, dass er manchmal wirklich gar nicht auch die Minimalkorrekturen, die er normalerweise machen sollte, macht, weil er eben in diesen Panikmodus kommt und ja, die Verkäufe viel früher einsetzen. Und deswegen benutzen wir solche Sachen, wie wir es auch am Freitag gemacht haben, dass wir ein Breakout in der Open Range zum Beispiel nutzen, um auf der Short-Seite einzusteigen. Das heißt, auch da haben wir natürlich ein Instrumentarium, um zu sehen, dass wir hier eventuell nachlimitieren können und müssen. Wir schauen jetzt mal heute hier im S&P. Wenn wir uns das angucken, wie gesagt, das ideale Level wäre hier um die 28.00.
Aber ich will nicht ausschließen, dass wir hier schon wieder so eine kleine ABC am Freitag gesehen haben. Das heißt, dass der Markt hier mit der C-Welle sogar ein kleines bisschen versagt hat. Das darf vorkommen. Und wir damit auch schon wieder das Potenzial haben für den nächsten Move, der hier nach unten geht und sehr, sehr steil abwärts gerichtet ist. Das heißt, unsere Aufgabe Nummer 1 wird sein, heute Morgen rauszufinden, macht der Markt diese Minimumkorrektur auf die 28.00. Wenn nicht, sollten wir hier definitiv im Alarmmodus sein. Denn wir haben dieses Phänomen am Markt, dass wir bis an gewissen Grad zunehmende Amplituden, also zunehmende Kursschwankungen sehen. Das heißt, dass die Kursschwankungen nicht abnehmen, sondern dass sie zunehmen bis zu einem Extrem. Und es ist immer schwierig, dieses Extrem rauszufinden. Begleitet wird das normalerweise von Volumenmaximum und von starken Bewegungen im VIX. Und da wollen wir uns jetzt mal ganz gerade anschauen, der Volatilitätsindex. Das ist so eine Sache, den betrachten wir immer ganz gerne, ob wir schon Paniktiefs erreicht haben. Und jetzt muss ich mal gerade selber gucken, wo ich den hier hin, da ist er, da ist der VIX. So, und wenn wir uns den VIX hier anschauen, dann war hier, das waren die Paniktiefs im Februar. Und zwischenzeitlich haben wir hier in diesem Bereich mal Tiefs gemacht. Das heißt, da haben wir so kleine Zwischentiefs, Korrekturtiefs gesehen. Aber wir sehen eben, dass diese echten Paniklevel, die im VIX hier deutlich über der 30 liegen, noch gar nicht erreicht wurden. Von daher, große hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir noch nicht das Tief gesehen haben am Markt und dass der Markt hier eventuell mit der nächsten Amplitude, die nach unten kommt, nochmal zulegen. Und da muss man natürlich schon mal sich das ein bisschen überlegen. Wir hatten letztendlich den drittschwächsten Dow-Tag in der Geschichte letzte Woche, also wenn wir es punktemäßig betrachten, nicht prozentual, letzte Woche am Mittwoch. Und ja, wenn auf diese 800 bis 1000 Dow-Punkte hier noch stärker werdende Amplituden raufkommen, dann könnte tatsächlich noch eine sehr, sehr turbulente Woche uns bevorstehen. Wichtig hierbei ist immer, dass wir gerade die Adjustierung, die wir treffen im Intraday-Handel, regelmäßig vornehmen. Das heißt auch immer die neuen Informationen, die der Markt uns gibt, hier berücksichtigen. Denn ja, das ist eben wirklich ein sehr, sehr wilder Markt. Aber das große, grobe Konzept heißt im Moment gucken, was sind gute Einstiegslevel? Schauen, hat der Markt eine Chance, dorthin zu kommen und ansonsten relativ schnell zu reagieren und vorbereitet sein für durchaus nochmal eine zunehmende Amplitude, also nochmal einen großen Schub und nicht jetzt hier schon wieder an Kaufen denken. Ja, das ist vollkommen entgegen unserer Philosophie. Jetzt werden viele sagen, ja, aber ich habe mich immer geärgert, hätte ich doch in diesen ganzen letzten Korrekturen gekauft. Ja, dazu muss man einfach sagen, das ist im Nachhinein betrachtet immer ganz schön, aber ein guter Trader muss nicht am Tief kaufen und am Hoch verkaufen, sondern der nimmt sich die Filetstückchen der Bewegung raus und wir kaufen nicht, wenn die Unsicherheit hier irgendwie noch am Markt besteht, sondern erst, wenn uns auch der Markt signalisiert, aha, hier gibt es wirklich ein Tief und das tut er, indem wir Sequenzen oder ATR-Tage oder andere Dinge nach oben sehen. Na klar kaufen wir dann nicht am absoluten Tief, aber wir kaufen mit einer viel höheren Sicherheit und das ist hier entscheidend. So, okay. Jetzt gehen wir mal rüber auf den DAX. Der DAX war ja Monate vorher schon schwächer als der S&P. Das heißt, wir haben den DAX hier in den Monaten, wo der S&P noch zu neuen All-Time-Highs gegangen ist, haben wir ihn sinken sehen. Das war ein weltweites Phänomen. Wir haben also in der ganzen Welt gesehen, dass China die europäischen Märkte, dass alle diese sich schon in einen deutlichen Abwärtstrend bewegt haben und der einzige Markt, der sich dagegen gestellt hat, war der US-Markt und viele Käufer, die dort am US-Markt tätig waren, waren, ich habe es in meinem letzten Marktkommentar schon gesagt, internationale Investoren und das sind meistens die dann zuletzt da einsteigen. Und wir sehen hier, dieser Markt, der ist in einem fortgeschrittenen Abwärtstrend, also noch weiter als der US-Markt. Und wir sehen auch hier, sind wir in einer Akzelerationsphase. Das heißt, die Amplituden, die Schwankungsbreiten nehmen zu. Und wir hatten hier bis jetzt die größte Schwankungsbreite. Die ist jetzt hier schon leicht übertrumpft worden. Und wir müssen hier tatsächlich auch mal einen Blick auf einen längerfristigen Chart werfen, um zu sagen, okay, was kann hier im DAX passieren?
Und jetzt bitte das nicht Ganze als eine Crash-Prognose oder sonst was verstehen, sondern einfach als das, was es ist, nämlich wir haben hier einen Downtrend etabliert. Ja, wir sehen hier zunehmende Amplituden und wir müssen ganz klar sagen, das wichtige Unterstützungslevel, das hier, die 11.800, hat der Markt durchbrochen. Im Idealfall sehen wir nochmal einen Rücklauf an diese Tiefs rein, sequenztechnisch, aber dann sehen wir auch, gibt es hier zwischen 11.400 und 10.800. Das ist dieser Bereich, den hat der Markt damals relativ schnell genommen. Und dort gibt es nicht ganz so viel Unterstützung. Das heißt, die nächsten dicken, wirklich wichtigen Unterstützung für den Markt, die kommen ungefähr hier, das sind ungefähr jetzt noch 600, 700 Punkte unter dem aktuellen Level. Und wenn wir entsprechend uns das anschauen, wie normalerweise Märkte laufen, nämlich, wenn wir in einem Aufwärtstrend sind, dass wir ja hier die werden häufig die letzten Bewegungen vollständig korrigiert und das heißt, tatsächliche richtig massive Kursziele liegen hier im Bereich von 10.000 erst, also hier auf diesen Tops hier. Das heißt, ja, falls es eine Beschleunigung gibt, kann man durchaus das als Kursziele im Langfrist, nicht im Daytrading Chart benutzen. Fakt ist aber definitiv, Markt ist abwärts gerichtet, Markt bleibt erstmal abwärts gerichtet und ist so zu traden. Ja, dann kommen wir zu den Märkten und da stellt sich beim Bund Future jetzt für viele die Frage, sind wir jetzt im Aufwärtstrend, wo der Markt auf Stundenchart hier so eine kleine Sequenz nach oben gebildet hat und hierfür muss man einfach ein bisschen die Märkte verstehen. Punkt 1 ist, ja, wir haben eine fundamentale Unterstützung für den Bund jahrelang gehabt, indem die Zentralbanken Bonds gekauft haben. Und wir wissen, dass Draghi selber angekündigt hat, er hört auf, Bonds zu kaufen, und zwar im Dezember. Das heißt, diese Unterstützung, dieser große Buyer fällt weg. Das hat der Markt in den letzten Wochen so ein bisschen schon gespielt und vorweggenommen und wir haben entsprechend fallende Kurse im Bund Future gesehen. Was jetzt allerdings passiert ist gerade, nicht, dass ein Umdenken am Markt stattfindet, sondern dass hier eine Flucht in Sicherheit stattfindet. Das heißt, die Märkte registrieren an den Aktienmärkten diese totale Verunsicherung und die Unruhe und dort werden dann Portfolio-Umschichtungen getätigt in sichere Anleihen, die zwar nicht viel Geld bringen, aber ein guter Cash-Parker sind für Krisen. Und genau diesen Krisenmodus, den haben die Anleihen. Und diesen Krisenmodus haben wir dieses Jahr schon ein paar Mal im Bund Future gesehen. Ich versuche es mal gerade auch hier im Chart zu zeigen, wenn wir uns den FGBL anschauen und ich gehe hier auf den Daily Chart jetzt drauf. So, wir haben diesen Krisenmodus hier im Mai gesehen, in dieser Bewegung hier. Das war sozusagen die Italien-Krise. Wir haben dann noch eine Wiederaufleben der Italien-Krise hier gesehen. Und wenn wir am Aktienmarkt wirklich in eine Akzelerationsphase gehen, ja hey, dann wird der Bund Future ähnlich wie hier wahrscheinlich auch nochmal eine richtig große Gegenbewegung machen. Das heißt, hier diese letzte Abwärtsbewegung, die wir hier sehen, und das können wir uns jetzt mal hier angucken. Ich bin kein Fan von Fibonaccis, aber wir können damit ganz gut die Bewegung legen. Hier 50%, da kommen wir in die Nähe von diesen Tiefs 160, 65 bis 161, wäre dann durchaus ein mögliches Reaktionspotenzial für die Flucht in die Bonds. Und wenn wir hier uns das jetzt anschauen, dann sehen wir im Moment, ja, wir haben das erste Mal hier einen Sequenzstart wieder gesehen, oder was heißt das erste Mal? Wir haben hier einen Sequenzstart gesehen und damit wird dieses Kursziel einfach wahrscheinlich und für uns ist es so, wir haben den Bund Future drei Ebenen, Stundenchart, Viertelstundenchart und Daily Chart. Daily bleibt weiter abwärts gerichtet, bleibt auch weiter abwärts gerichtet, wenn der Markt oben diese Kursziele erreicht, aber Stunden- und Viertelstunden-Chart deuten einfach jetzt darauf hin, dass wir durchaus, gerade wenn es am Aktienmarkt zu einer Zuspitzung kommt, in eine Akzeleration hineinlaufen. Und von daher stellen wir tatsächlich unseren Handel um, allerdings, und das ist jetzt wichtig, nicht so aggressiv auf der Long-Seite, sondern defensiv Long mit der Zielsetzung, dass wir hier so eine kleine Squeeze sehen am Bondmarkt. Ganz wichtig,
Sollten wir zu einer schnellen Beruhigung an den Aktienmärkten kommen, was immer mal passieren kann, ich kann tausend Gründe dafür geben, ja, dann wird der Bund wieder einknicken und dann bedeutet es für uns, dann müssen wir uns auch schnell wieder umstellen. Ich zeige euch das an einem vergangenen Beispiel. Auch hier hatten wir schon eine kleine Aufwärtssequenz, die war kurzfristig long, aber der Markt hat dann hier relativ schnell gedreht und das ist dann eben auch zu berücksichtigen. Und das heißt, wir sollten uns hier nicht vom Markt austricksen lassen, wenn er hier einen Sequenzwechsel jetzt wieder in die andere Richtung macht, dann sind sofort wieder alle Zeitebenen synchron und wir handeln natürlich lieber, wenn alle Zeitebenen synchron sind, als wenn sie gegeneinander laufen. Ich habe aber aufgrund der Situation, wenn wir das Gesamtfeld, eine Gesamtschau machen, von uns anschauen, wie ist das gesamte Bild, dann besteht eben einfach im Moment eine große Wahrscheinlichkeit für einen etwas kräftigeren Pullback im Bund Future, wenn die Aktienmärkte diese Woche weiter in die Knie gehen sollten. Wie sieht es aus mit dem Euro? Der Euro war wochenlang und monatelang schwach. Und das Phänomen, das was wir hier gesehen haben, also diese Schwäche hier von dem Markt, war natürlich auch eine Schwäche deshalb, weil eben viele Investoren Europa verkauft haben und USA-Aktien gekauft haben. Kommt es jetzt am US-Aktienmarkt zu einer Reaktion und werden die Käufer sozusagen ihre Geschäfte wieder rückabwickeln, das heißt USA verkaufen, werden viele ausländische Investoren eventuell auch wieder kurzfristig zurückflüchten. Aber auch das hier ist dann keine Sequenz, sondern ähnlich wie im Bund Future einfach eine Gegenbewegung gegen den Haupttrend. Wir sind also hier nicht gerade bullisch gestimmt, die Haupttrends sind abwärts, aber wir notieren auch hier, wir haben im Moment hier sequenztechnisch gesehen erstmal das Potenzial für eine Gegenbewegung und vielleicht auch für eine Gegenbewegung, die durchaus ein bisschen größer ist. Ja, das heißt, hier, ich spreche immer davon, welche Märkte lassen sich richtig gut handeln, welche lassen sich nicht ganz so gut handeln. Und hier im Euro würden wir jetzt erstmal so ein bisschen den, oben auf die Handelsliste setzen. Da stehen einfach DAX und S&P drauf und dann gefolgt vom Bund und dann erst gefolgt vom Euro-US-Dollar. Das heißt, hier ist wirklich das unklarste Bild, was wir im Moment sehen. So, wie sehen jetzt unsere Strategien aus? Also für den heutigen Tag, wir hoffen und warten auf ein Pullback, also dass diese schwache Markteröffnung, mit der wir in die Woche gekommen sind, nochmal ein kleines bisschen korrigiert wird und wir vielleicht Einstiegslevel im S&P bei der 28.00 bekommen und vielleicht sehen wir auch im DAX nochmal eine etwas größere Rallye. Wenn diese Rallyes stattfinden, warten wir sie einfach ab und versuchen dann hier zu shorten. Sollte der Markt uns nicht diese Gelegenheiten anbieten, dann müssen wir eben auf ein aggressiveres Level sofort Short umstellen, weil wir die Möglichkeit hier für die Abwärtsbewegung mit zunehmender Amplitude durchaus sehen. Aber erstmal so, gucken wir mal im Wochenstart, ob es nicht hier nach dem Schock aus Asien, also Asien einfach jetzt schwächer, S&P runtergebracht, ob wir hier nicht irgendwie nochmal so eine Rallye hier oben in den Bereich hinein sehen können. Vielleicht ist der Markt hier einfach so ein bisschen in so einem Dreieck und schießt dann hier oben nochmal hin. Wir wissen es nicht, aber das ist sozusagen erstmal die Hauptvariante. Und ansonsten müssen wir eben relativ schnell uns auf die Short-Seite einstellen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Trading-Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Bye-bye, euer Birger.